Frau Berger, erzählen Sie uns doch noch mal ein bisschen was zu Ihrem persönlichen Hintergrund. Wie sind Sie zu der geworden, die Sie heute sind? Ich habe ganzzeitig meinen Erzieherabschluss gemacht und war die damalige Kindergärtnerin in der DDR. Und das war schon mit 18 Jahren, bin ich schon in die Praxis gekommen, in den Kindergarten. Habe dann nach 10 Jahren auch die Leiteraufgabe zusätzlich übernommen, also Gruppenerzieherin und Leiterin. Und habe nach der Wende dann auch die Qualifizierung zum staatlich anerkannten Erzieher und die Leiterqualifizierung nochmal und bin immer auf der Ebene Leitererzieherin dann geblieben, viele, viele Jahre. Und das mache ich alles, was ich jetzt aufgezählt habe, seit über 40 Jahren. Weißt du es noch? Zu Hause? Und Sie bauen auf dem Fundament der Kindergärtnerausbildung? Merken Sie davon heute noch was? Meine Kindergärtnerin-Ausbildung war mir sehr, sehr wertvoll und ich kann da heute noch von profitieren. Das Bild vom Kind hat sich natürlich verändert und die Rolle der Erzieherin ganz gewaltig. Aber wenn man die Themen und die Interessen der Kinder so bearbeitet, dann ist man immer wieder eine Kindergärtnerin. Und da kann ich so viel schöpfen von dieser Tätigkeit, Kindergärtnerin zu sein. Und das gebe ich auch nicht her und das lege ich auch nicht weg. Das nutze ich immer noch. Natürlich kommen dann neueste Erkenntnisse dazu und die sind ja sehr, sehr zahlreich vorhanden. Die neuen Dinge nehme ich auch gerne auf, aber ich behalte auch was ich früher schon gemacht habe, was mir da schon mit den Kindern gut gelungen ist. Das soll man auch nie weglegen. Frau Berger, wie schaffen Sie das nach diesen vielen Jahren, sich dieses Leuchten in den Augen zu bewahren? Oh. Gut, also weil der Beruf mit Kindern einfach ein Beruf ist, entweder man leuchtet und brennt oder man brennt nicht. Und wenn man nicht leuchtet, dann ist man eigentlich fehl am Platz. Bei Kindern zu arbeiten ist eigentlich was so Schönes und das kriegt man nirgendwo in keinem anderen Beruf. Und gerade auch diese Altersstruktur, die ich hier habe, wo das Lernen so explodiert, die Bildung so groß wird und man jeden Tag schöne neue Erlebnisse hat, bringt mich immer wieder zum Leuchten.